Hallo liebe Grillfreunde, hier ist wieder der Rummel von Rummel Grill TV. Heute gibt es Garnelen und Tomaten aus dem Shaker. Und wie das gemacht wird, mit welchen Zutaten, das zeige ich euch jetzt. Oh, let's get ready to rumble! Garnelen, Sweet Chili Soße, ein daumengroßes Stück Ingwer, Salz, schwarzer Sesam, Senf, Baguette, Cocktailtomaten, eine Limette, Olivenöl und einen Cocktailshaker. Für den Garnelencocktail brauchen wir Garnelen. Die werden ein bisschen gesalzen. Und die lasse ich jetzt erstmal 5 Minuten stehen, dass das Salz einzieht. Ich habe jetzt hier den kleinen Travel Cube auf 200 Grad vorgeheizt. Und jetzt hier auf der Gussplatte grille ich mir die Garnelen an. Und hier drüben auf der Seite die Cocktailtomaten. Ist die so leicht anfangen mit Platzen, dann sind sie genau richtig. Die Garnelen sind fertig, meine Seiten schön angegrillt, die Tomaten sind angeplatzt und jetzt kommen die gleich in den Shaker. Tomatengarnelen sind im Shaker, jetzt muss da noch ein Süßchen dazu. Sweet Chili Soße, dieses Salz. Limettenabrieb. Bisschen Ingwer. Limettensaft. Guten Schuss Olivenöl. Und damit sich das alles schön verbindet, die berühmte Messerspitze Senf als Emulgator. So, Deckel drauf und jetzt wird geshakt. Upsa, das ist ganz schön heiß da drin. Dann nehmen wir lieber noch ein Tuch drumherum. Und jetzt durch das Shaken zerdonnern die Tomaten da drin richtig und es gibt eine richtig geile Soße. Muss man nicht unbedingt einen Shaker nehmen, geht dann eine Tupperdose, Decke drauf und die Schütte geht auch. Das können wir anrichten. Damit die ganze leckere Soße nicht einfach so auf dem Teller rumdümpelt, hole ich mir jetzt hier aus dem Baguette so ein bisschen das Innenleben raus. Reißt das ein bisschen auseinander, gleich mundgerechte Stücke. Und jetzt die Garnelen, die Tomaten sind schön verdonnert. Den ganzen geilen Saft hier drüber. Noch ein bisschen was fürs Auge, ein bisschen schwarzen Sesam drauf. Et voilà, Garnelencocktail. Garnele, Tomate und Brot. Also, erschaffen, das ist lecker. Die Soße wird vom Brot aufgenommen. Früher hatte ich das immer ohne Brot und dann haben die Leute meinen Teller abgeleckt. Aber so ist die ganze Soße in dem Brot drin. Also, einfach mal ausprobieren. Wie gesagt,
Muss nicht unbedingt ein Shaker sein, geht auch eine Tupperdose. Einfach lecker. Stellt euch vor, ihr macht eine Party, einen kleinen Grill, ein paar Garnelen drauf, Tomaten drauf mit dem Shaker. Ihr seid einfach die Helden. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bleibe weiter neugierig für euch. Bis zum nächsten Mal.